Heute vor genau 80 Jahren, da wurde im schleswig-holsteinischen Hedwiggenkoog die Geschäftsfrau und Modedesignerin Jill Zander geboren. Michelle Brückner. Hamburg-Pöseldorf. Wenn man am Mittelweg einbiegt, bringt einen die Milchstraße direkt zur Außenalster. Es ist eine kleine, gediegene Straße. Altbauten mit weißen Fassaden, Restaurants, kleine Geschäfte und die Hochschule für Musik und Theater. Doch an einer Ecke steht ein schwarzes Haus. Vier Stufen führen hoch zur Eingangstür. Es sieht noch fast genauso aus wie 1967. Die 24-jährige Jill Zander eröffnet damals hier ihre erste Boutique. Ein schwarz gestrichener Laden. Die Arrivierten sagten ihr, das geht nicht. Sie soll erwidert haben, das Geschäft ist ja auch dunkelgrau. Innen modern eingerichtet, mit einem in Paris gewebten schwarzen Teppich. Direkt über dem Laden das Atelier, wo sie teilweise 3 Wochen an einer Hose feilt. Ich war beseelt oder angefeuert von der Idee, auf wie ich Mode sah. Schnörkellos, schlicht, klare Linien, edle Materialien, modern. Von der Presse erhält sie den Spitznamen Queen of Less. Für mich stand eigentlich von Anfang an fest, und das war vielleicht die Urkraft, eben eine Vision zu verfolgen und eben die, dass ich Frauen anziehen wollte, die sich eben auf der einen Seite nicht püppchenhaft verkleiden wollten und auf der anderen Seite eben aber auch feminin und attraktiv sein wollten. Heidemarie Jeline Zander wird im holsteinischen Hedwiggenkoog im Kreis Dithmarschen in Schleswig-Holstein geboren. Später zieht die Familie nach Hamburg. Aus Heidemarie Jeline Zander wird ganz einfach Jill. Genauso schnörkellos wie ihre Mode. Das Logo zur Marke hat ihr langjähriger Weggefährte Peter Schmidt entwickelt. Klare Blockbuchstaben. Er weiß, wie sehr sie von ihrem Job besessen war. Ich kam aus Italien und wir haben damit die Lederkollektion gemacht. Und ich sag, guck, ich habe hier bei Valextra oder irgendwo eine schöne Tasche mir gekauft. Da sagt sie, oh, die ist hier toll. Nehmen wir die Sachen raus, ich nehme die mal mit. Und dann 4 Wochen später waren nur noch Teile der Brief. Dann hat sie zerschnitten und untersucht ihren Fanatismus. Zunächst macht Jill eine Ausbildung zur Textilingenieurin in Krefeld. Später arbeitet sie als Moderedakteurin bei der Frauenzeitschrift Constanze. Dann leitet sie die Promotion-Abteilung des Magazins Petra. Anschließend macht sie sich als Designerin selbstständig. Ihre puristischen Entwürfe sind Mitte der 70er Jahre so ziemlich der Gegenentwurf zum opulenten Pariser Schick. Alle sagen immer, meine Mode wäre immer sehr emanzipiert gewesen. Das liegt vielleicht einfach daran, dass zu der Zeit, als ich anfing, fing auch die Berufstätigkeit der Frauen an. Es gab also eine völlig neue Situation. In den 80ern wird Jill Zander auch international erfolgreich und geht mit ihrer Firma an die Börse. Doch schon da macht sie längst nicht mehr nur Mode. 1979 erweitert sie ihre Linie um Parfüm und Kosmetik. Für ihre Verdienste um die deutsche Mode wird Jill Zander 1996 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Dann geht es einige Jahre hin und her. 1999 verkauft Jill Zander an die Prada-Gruppe. Was zunächst als Zusammenarbeit geplant ist und beide Marken nach vorne bringen soll, scheitert. Zander steigt aus. 2012 das letzte kurze Comeback. Das Unternehmen gehört mittlerweile der japanischen Onward Holding. 1,5 Jahre später scheidet sie endgültig aus dem Jill Zander-Imperium aus, um sich um ihre kranke Lebensgefährtin kümmern zu können. Geboren wurde Jill Zander heute vor 80 Jahren.